Bei Familie Reitmeier geschieht heute das, was wir noch bei sehr vielen Häusern erleben werden. Die Nachrüstung von Technik für die Produktion von Eigenenergie. Auch wenn man davon schon etwas hat. Das war von vornherein klar, dass wir Photovoltaikanlage haben wollten. Ist ein Energieeffizienzhaus mit KfW-70-Förderung und Solarthermie drauf. Und da hatten wir von vornherein bei der ganzen Planung des Hauses mit berücksichtigt, dass die Photovoltaikanlage mit aufs Dach kommt. Die Ausgangssituation. Zwei Erwachsene und ein Kind leben in dem 2013 gebauten Holzhaus, welches dem KfW-Standard 70 entspricht. Bei einer Wohnfläche von 130 Quadratmetern beträgt der Energiebedarf für Komfortstrom ca. 2800 Kilowattstunden. Bei einem Strompreis von 25 Cent pro Kilowattstunde sind dafür jährlich rund 700 Euro fällig. Eine Photovoltaikanlage für die Eigenenergieerzeugung gab es schon von Anfang an. Jetzt wird nachgerüstet, denn auf dem Dach ist Platz für mehr. Das Haus ist ideal nach Süden ausgerichtet und im Technikraum befindet sich ein Hauskraftwerk von E3DC. Wir erweitern eine E3DC Mini-Anlage von 4,68 Kilowatt Peak auf knapp 10 kW, bauen dazu einen separaten Wechselrichter ein, verwenden den Mini als Master und ja, richten die Anlage dann so her, dass der für E-Mobilität dann entsprechend gerüstet ist. Mehr Photovoltaikmodule, weil sich das Anforderungsprofil also geändert oder besser gesagt erweitert hat. Ursprünglich war die PV-Anlage nur auf den Bedarf für Komfortstrom im Haus ausgerichtet. Nun ist die technische Entwicklung weitergegangen und so hat sich der Bedarf für selbstproduzierte Energie gesteigert. Der Auslöser dazu ist die Elektromobilität. Man sieht sie am Hintergrund schon den Twizy stehen. Bestellt haben wir noch einen E-Golf, der jetzt in der Zulieferung ist, der jetzt alsbald auch ausgeliefert wird. Ja, eines Tages habe ich zu Hause gesessen, weil ich krank gewesen bin und habe dann mal so ein bisschen die Anlage genauer beobachtet, was tut sich da so am Tag. Und da habe ich festgestellt, wenn es bewölkt ist, also nicht direkter Sonnenschein ist, dass wir dann so um die 200, 300 Watt produzieren und auch so 200, 300 Watt verbrauchen, also fast autark sind. Und da dachte ich mir, hey komm, wenn wir jetzt die andere Dachfläche auch noch nutzen und die Anlage erweitern, produzieren wir quasi doppelt so viel und somit bin ich noch autarker. Und wenn dann das Elektroauto kommt, habe ich noch genug Reserve, um möglichst mit viel Eigenstrom das Auto zu laden. Dabei denkt Bastian Reitmeier nicht nur an sich selber. Das Besondere an der Wallbox ist, dass ich entschieden habe, die der Öffentlichkeit freizustellen. Also es ist ein privater Ladepunkt, den man im Internet finden kann. Jeder kann hierher kommen und kann einfach sein Auto laden. Die Wallbox kommuniziert mit dem Hauskraftwerk. So ist es möglich, die Fahrzeugbatterie fast ausschließlich mit Eigenstrom aufzuladen. Der Weg zur Elektromobilität und die Gewöhnung daran, das ist schon eine Umstellung. Zumindest im Kopf. Ehefrau Sarah Reitmeier konnte sich zunächst gar nicht vorstellen, dass man sich durch das eigene Dach mit Energie für Komfortstrom und Mobilität selber versorgen kann. Doch es geht. Am Anfang war ich überhaupt nicht begeistert davon. Es hat auch sehr lange gedauert, bis er mich da überhaupt zu gebracht hatte, weil das für mich einfach nicht realistisch war, dass Autos elektrisch fahren oder halt, dass wir komplett nur von Sonnenstrom uns hier im Haus versorgen können mit Waschmaschine und Fernsehen und so weiter und so fort halt. Und das war halt total unrealistisch und er hat dann halt irgendwann immer wieder drauf geredet halt, ne? Und hat dann immer gesagt, das ist super und einsparend und so. Und er hat es mir auch tausendmal vorgerechnet und hat dann auch immer wieder gesagt, unterm Strich, dass es halt positiv ausfällt und so. Ich habe es auch gesehen, aber war halt nicht für mich realistisch. Und nach, keine Ahnung, solange wie er mich dann halt immer genervt hat, irgendwann habe ich dann einfach gesagt, ja, dann mach halt, dann machen wir es halt so. Nach und nach habe ich dann immer mehr gesehen, dass es halt ja doch nicht so schlecht ist. Und wenn man halt ein bisschen drauf achtet, dass es dann halt am Ende des Monats oder so dann halt doch interessanter wird. Wenn dann die Abrechnungen kommen und man sieht, okay, man hat ja gar nicht mehr so viel ausgegeben, wie man es von früher so gewöhnt ist. So ist es. Und genau dafür wurde die PV-Anlage von 2015 mit 5,1 kW Peak im Mai 2018 um 4,86 kW Peak erweitert. Im Technikraum werkelt ein SC Mini mit 4,6 Kilowattstunden Speicherkapazität. Dazu kommt, wie schon gezeigt, die Wallbox.
ein schlaues Konzept. Heute bedauert Bastian Reitmeier, dass er bei der Wärmeversorgung beim Bau des Hauses nicht an die Wärmepumpe gedacht, sondern auf Gas gesetzt hat. Also ich denke, so im Nachgang habe ich mir Gedanken darüber gemacht, das hat viel Geld und viel Zeit gekostet, das Haus auf Gas zu bauen. Das heißt, da mussten die Gasleitungen gelegt werden, Gashausanschluss, die Gaskosten habe ich und die ganzen Rohre mussten noch gelegt werden. Das habe ich bei der Wärmepumpe einfach nicht. Zu spät. Deshalb ist die E-Mobilität jetzt das richtige Nutzungskonzept für eine höhere Eigenenergieproduktion. Und das Hauskraftwerk kann als Spinne im Netz die Erweiterung problemlos managen. Bereits in der Vergangenheit ging der Wunsch nach einem hohen Grad der Selbstversorgung mit Energie auf. Autarkiemäßig, wie war es denn bislang bei dir? In welchem Autarkiegrad warst du denn? Also ich habe die 60% immer geschafft. Das heißt, die Anlage ist jetzt 2 volle Jahre am Netz gewesen, 2015, 16 und sogar die 17. Mhm. Und ich habe immer die 60% geschafft. Immer mal ein bisschen schwanken, mal 65, mal 64, mal 63%, aber mindestens 60% habe ich geschafft. Mit einer Solarproduktion von 4.780 Kilowattstunden hat die 4,6 kW Peak-Anlage ihr Potenzial voll ausgeschöpft und liefert Bestwerte. Okay, aber das ist doch schon super, ne? Beinahe 4,68 Kilowatt Peak waren das, die jetzt aufgeschaltet waren. Ne? Wir verdoppeln ja jetzt die Leistung sozusagen. Und wir werden also die 70 werden wir mindestens reißen, sage ich mal. Die meisten Anlagen, die wir so in der Überwachung haben, liegen zwischen 70% und 80%. Wie ist denn deine Erwartungshaltung jetzt künftig? Ja, genau, das ist ja letztendlich das Ziel, die Autarkie zu erhöhen. Aufgrund der Anschaffung des Elektroautos, was jetzt demnächst geliefert wird, dass wir dann einfach noch autarker werden. Deswegen die Erweiterung der Anlage, damit das Auto vernünftig geladen werden kann über die Wallbox und dann auch noch den Speicher zu erhöhen, um in der Nacht einfach noch ein paar mehr Ressourcen zu haben. Okay, super. Also ich freue mich, das zu beobachten und dann schauen wir, was die Zukunft bringt hier bei dir. Genau. Gut. Von 5000 Kilowattstunden schnellt die Eigenenergieproduktion prognostiziert auf 8000 Kilowattstunden hoch. Die Autarkie soll von 65 auf bis zu 75% steigen, dementsprechend der Netzbezug von 35 auf bis zu 25% sinken. Die Nachrüstung bzw. Erweiterung von Photovoltaikanlagen und Stromspeichern sind ein relativ neuer, sich aber schnell ausbreitender Trend. Die enorme Wirtschaftlichkeit der Eigenenergieproduktion lässt Hausbesitzer danach trachten, die sich bietenden Möglichkeiten weitgehend auszunutzen. Für die Solateure sind Nachrüstungen kein Problem. Prinzipiell ist eine Nachrüstung generell überall möglich. Am liebsten machen wir es natürlich, wenn wir jetzt hier die Dachfläche haben, wo man die Anlage anbauen kann. Aber generell kommen auch immer mehr Anfragen, andere Dachseiten zu belegen, also sowohl die Ost- wie die Westseite oder teilweise auch die Nordseiten. Ja. Und prinzipiell ist es beim E3DC ja super möglich, weil man den AC-Eingang hat. Also das heißt, selbst wenn der Speicher komplett belegt ist, kann man mit einer separaten Wechselrichteranbindung die mit in das Gesamtkonzept integrieren. Die technische Erweiterung, in diesem Fall durch einen extra Wechselrichter, lässt sich bei einem Hauskraftwerk also problemlos integrieren. Also die zweite Anlage läuft über einen Kostal-Wechselrichter und der Kostal-Wechselrichter wird dann über die AC-Quelle sozusagen, über den AC-Anschluss beim E3DC Mini angeschlossen. Elektroinstallateure wissen inzwischen, wie sich eine solche Integration von Technikerweiterung erfolgreich realisieren lassen. Also was hier praktisch wichtig war aufzupassen ist, dass wir praktisch eine bestehende Anlage haben mit Wallbox, dass hier auch die Kommunikation zwischen allen Komponenten der Anlage dann wieder funktioniert. Praktisch die externe Quelle, der zusätzliche Wechselrichter, die Wallbox und der Leistungsmesser an sich, der den Hausverbrauch misst. Dass hier dann später am Display auch alle Werte angezeigt werden, damit dann auch ein richtiges Energiemanagement funktioniert. Es zählt zu den absoluten Pluspunkten der Hauskraftwerke, dass Systemerweiterungen möglich sind und sich ohne größeren Umstand realisieren lassen. Hier wurde eine Technologie halt zu Ende gedacht. Die Solateure sind auch deshalb von E3DC begeistert. Hier wird die externe Quelle, sprich der neue Wechselrichter, eingebunden. Hier haben wir die Wallbox. Momentan hängt jetzt kein Auto dran, sonst würde man hier auch einen Stromfluss sehen.
Batterie wird geladen und was braucht das Haus. Also hier haben wir in dem Fall bei dem Kunden ja, das volle Programm, alles was möglich ist, wurde hier mit diesem Gerät ausgereizt. Die Befestigung der zusätzlichen PV-Module ist eh nicht anders als bei der ursprünglichen Anlage. So ist letztlich auch eine Erweiterung heute schon Routine und lässt sich blitzschnell realisieren. Zusätzliche Produktionskapazität von Eigenenergie zu gewinnen, ist im Gegensatz zu anderen Baumaßnahmen ein Kinderspiel. Für die Solateure Tagesgeschäft. Ich sage jetzt mal, so eine Anlage mit 5 kW ist in einem Tag aufgebaut. Das ist überhaupt kein Problem. Früher waren Hausbesitzer und Solateure viel zögerlicher mit der maximalen Belegung der Dächer per PV-Module. Heute sieht man das etwas anders. Eine Nachrüstung, wenn der Strombedarf da ist und die Dachfläche da ist, ist auf jeden Fall sinnvoll zu machen. Es ist immer günstiger, den Strom selber zu produzieren, als den Strom einzukaufen. Der Preisverfall bei den Modulen in den letzten Jahren hat ohnehin die Diskussion, wie viel Stück man sich davon auf die Dächer packt, weitgehend obsolet gemacht. Wer das Glück hat, geeignete Dachfläche zu besitzen, sollte die Kapazität so weit wie möglich ausnutzen. Diese Position setzt sich immer weiter durch. Empfehlen kann ich, macht es. Wer die Möglichkeit hat, sich eine Anlage aufs Dach zu machen, setzt es um. Man kriegt es finanziell umgesetzt, dass die Anlage sich auf jeden Fall trägt. Wenn man jetzt finanziell nicht so kräftig ist, wenn man natürlich Geld auf der Seite liegen hat und kann investieren, klar ist es eine ganz andere Rechnung, aber da muss man sich einfach von dem Installateur des Vertrauens, den man sich sucht, beraten lassen. Und so wächst die Photovoltaikanlage bei Familie Reitmeier an nur einem einzigen Tag fast um das Doppelte. Pünktlich zum Sonnenuntergang ist alles fertig. Wenn wir dann soweit alles fertig haben, können wir die Freigabe an Elektriker geben und dann kann der anrücken und alles in Betrieb nehmen. Der neue Wechselrichter geht in Betrieb. Das Hauskraftwerk schluckt den zusätzlichen Strom locker weg. Familie Reitmeier kann eine Nachrüstung nur empfehlen. Aber wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Ich würde raten, auf jeden Fall nicht zu lange zu warten, wenn es darum geht, eine PV-Anlage aufs Dach zu machen, weil es einfach genial ist. Das macht einfach, also es macht auch Spaß. Man richtet sich halt sehr danach, aber es macht auch Spaß einfach, weil man dann sieht, dass man für Kleinigkeiten einfach mehr Zeit und auch Geld hat. Mir war jetzt erstmal wichtig, die Südseite zu machen, weil die auch den meisten Ertrag bringt. Ob man dann sagt, man baut eventuell noch auf die Nordseite was drauf, muss man dann nochmal gucken. Aber jetzt wollen wir erstmal die Seite in Betrieb nehmen, das Elektroauto kommt und gucken, wie wir dann damit klarkommen. Und dann eventuell nochmal im nächsten Schritt das planen, ob man sagt, okay, die Nordseite belegen wir auch noch. Als nächster Schritt ist die Erweiterung des Hauskraftwerks mit zusätzlichen Batterien geplant, damit sich die zusätzlich gewonnene Energie noch besser selber nutzen lässt. Bei Familie Reitmeier freut man sich jetzt auf jeden Sonnenuntergang. Denn auch dann bleibt man frei, unabhängig und lädt nebenbei das Elektroauto auf. Dank Nachrüstung.